ein altes Stück Hohenstein-Ernsthal einer neuen Nutzung zugeführt. In der alten Pfefferkornfabrik wurde im März 2024 das Seniorenzentrum Pfefferkorn eröffnet. Nun am 8. August begrüßte man hier Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der mehr über die Verwandlung wissen wollte. Auskunft gab Reinhard Lindner, der Chef der Bau- und Transportgesellschaft Lindner MbH, die die Revitalisierung vornahm. Wie der Ministerpräsident erfuhr, wurde 1875 die Möbelstoffweberei gegründet. Die Geschäfte liefen gut, sodass die Fabrik sich durch Anbauten vergrößerte. Und dann hat es eine wechselhafte Geschichte, das Haus hinter sich, wie das so mit den Weltkriegen und mit allem drum und dran. Dann kam die Verstaatlichung 1972. Es gibt ein paar Nachfragen, die haben dann 1990, 91 das Objekt zurückbekommen. Dann haben wir einen Elektrozuhandel reingemacht, erstmal damit es weiterging, damit das Objekt erhalten bleiben kann. 1998 war erst einmal Schluss, heute nicht mehr zu erkennen. Aber bevor 2022 die Revitalisierung begann, war sie in einen ruinösen Zustand geraten. Also die einige Decken und Dächer wurden schon eingestürzt. Zum Glück musste das der alte Pfefferkorn nicht erleben. Die Geschichte seiner Fabrik wurde in einer kleinen Fotogalerie veranschaulicht. Natürlich wollte der Ministerpräsident sehen, was Reinhard Lindner und sein Team aus der Industriebrache machten. In den alten Gemäuern entstand ein modernes Pflegeheim mit über 80 Einzel- und 20 Doppelzimmern. So mancher Senior hätte sicher Lust, das Angebot zu nutzen. Aber deutschlandweit berichteten in letzter Zeit Medien intensiv darüber, Problem Kosten. Wenn man Sachsen anschaut, haben die Menschen eine Rente von 1200 bis 1400 Euro. Das ist so das Übliche. Es gibt welche mit mehr. Und die Zuzahlungen sind ja hier 2500. Sie sind aber bei vielen Heimen, ohne dass das irgendwas Besonderes wäre, 3000 Euro. Da fragt sich so mancher Rentner, woher nehmen, wenn nicht stillen? Wenige Tage zuvor hatte Michael Kretschmer einen Plan für eine Reform der Pflegeversicherung vorgelegt. Das Reformpapier erarbeitete er zusammen mit dem NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann. In Richtung Bundesregierung wird gefordert, Befreiung von systemfremden Kosten, Einführung einer echten Pflegeversicherung sowie Leistungsdschungel in der häuslichen Pflege abbauen. Neben dem Besuch des Pflegeheimes standen für den Ministerpräsidenten am 8. August noch weitere Termine in Hohenstein-Ernsthal an. Begleitet wurde er von Ina Klemm, unter anderem Vorstandsmitglied des Tourismusverbandes Chemnitz-Zwickau-Region. Eine touristische Attraktion in Hott ist das Geburtshaus von Kamai im Stadtteil Ernsthal. Klar, dass hier Station gemacht wurde. Der Museumsleiter André Neubert empfing die Gäste. Der Mann mit dem schönsten Job neben Obermeister. Aber ich genieße das voll. Und nicht Pferde fahren. Schon so, oder? Das macht Spaß. Das ist ja über alles eingeführt. Ja. Das Kammerhaus hat ja nur die Ehre des Öfteren auch Prominente, sowohl aus der Wirtschaft, aus dem Sport, aus der Kunst, Kultur und natürlich auch aus der Politik zu begrüßen. Schon so mancher, auch sächsischer Ministerpräsident, hat uns beehrt. Diesmal war Michael Kretschmer da und wir uns sehr darüber gefreut. Leider hat er natürlich aufgrund seines Terminplanes nur sehr bedingt und sehr knapp Zeit gehabt. Aber es war trotzdem sehr gut und sehr möglich, ihm, sagen wir, ein bisschen was nahe bringen. Braucht man nicht, er ist ja da sehr gut informiert. Aber alles, was Kamai ausmacht, nämlich die Frage der Toleranz und der Völkerverständigung, das kann man hier nochmal zum Ausdruck bringen. Und es war ein sehr angenehmer Aufenthalt. Völkerverständigung ist schon dahingehend möglich, weil Kamai weltweit gelesen wird. Ja, Völkerfreundschaft. Wir leben ja nun, sagen wir, in sehr aufregenden Zeiten. Nicht immer die besten, aber eben aufregend. Und deswegen ist gerade unsere ausländische Buchausstellung, Buchecke, die wir hier besitzen, ein Spezialgebiet unserer Sammlung, immer sehr wichtig und sehr angenehm anzuschauen. Bei uns stehen eben ukrainische Winnetous neben den russischen Winnetous, die serbischen stehen neben den kroatischen und die Kurden stehen neben den Türken. Also in unseren Vitrinen geht es sehr friedlich zu. Die moderne Ausstattung ermöglichte es zudem, Kamai-Schriften in unterschiedlichen Sprachen zu hören, zum Beispiel in Chinesisch. Mit einem Eintrag ins Gästebuch verabschiedete sich der Ministerpräsident. Von meiner Hotelerzieherin würde es kein Bienchen für Schönschrift geben. Dafür die Bemerkung Hieroglyphen. Aber das passt ja zu Kamai und seinen Reisen in den Orient.